Hey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wenn nicht, denkt immer dran, meine Twitter-DMs sind offen. Wir sind hier, um über das letzte Wochenende des College Football zu reden. Wieder richtig geile Spiele dabei gewesen. Deutliche Spiele, wo man nicht so mit gerechnet hätte. Knappe Spiele. Wie gesagt, alles dabei. Vorher ganz wichtig, wer vielleicht das Video von vorhin nicht gesehen hat mit dem NFL-Rückblick. Wenn ihr euch was bestellen wollt, heute und morgen, gibt es noch einen Gutscheincode auf der Seite. Der Shop ist in der Beschreibung verlinkt und in der Endcard, wenn ihr so lange warten wollt. Es gibt den Rabattcode SHIPFREE18, wie er jetzt hier unten steht. Wenn ihr den beim Checkout oder an der Kasse, wie auch immer, eingebt, dann spart ihr euch den Versand. Also definitiv nicht vergessen. Ich will nicht, dass irgendjemand Versand bezahlt, den er eigentlich nicht bezahlen muss. Jungs, und jetzt, bevor wir ins Video gehen, wisst ihr noch, was ich letzte Woche gesagt habe, falls ihr letzte Woche geguckt habt, dass es so krass ist mit den Likes und was weiß ich? Vergesst, was ich letzte Woche gesagt habe. Das war diesmal noch krasser. Das gleiche Video, also die Videos kommen immer am gleichen Tag hoch, ne? Logischerweise gucken mehr Leute das NFL-Video als das College-Football-Video, also 300 weniger Views bis jetzt auf dem College-Football-Video. Und einfach genau exakt gleich viele Likes. Das ist unnormal, das ist wirklich richtig gut. Fast jeder Dritte, der das Video geguckt hat, hat ein Like dagelassen. Also vielen Dank dafür. Richtig krass, da ist man wirklich immer doppelt so motiviert, gleich das Video aufzunehmen. Ich fühle mich inzwischen wie so ein kleiner College-Football-Experte, weil ich meine, es gibt viele Leute auch im deutschsprachigen Raum, die über die NFL reden und sowas. Wäre natürlich cool, wenn es mehr geben würde, aber es gibt schon ein paar. Aber ich weiß nicht, ob es wen anders gibt, der über College-Football redet. Ich kenne zumindest keinen. So, dann aber mal rein in die Spiele. Ich möchte ja nicht zu viel rumlabern hier, was gar nicht mit College-Football zu tun hat. Wir haben Nummer 16 NC State gegen Clemson, Nummer 3. Und ich habe in der Prognose angesagt, es könnte sein, dass Clemson da das erste Spiel verliert. Ich gehe nach wie vor noch davon aus, dass sie eins verlieren werden vor den Playoffs. Und vielleicht ist es das, NC State. Ja, ich habe mich da scheinbar zu sehr beeinflussen lassen von den ganzen NC State-Fans, was ich aus der ACC so mitgekriegt habe, die gesagt haben, oh, 16 viel zu niedrig und wir müssten höher sein und das Komitee nimmt uns nicht ernst, weil wir keinen dicken Namen haben. Aua. Und dann wird man 41-7 überrannt von Clemson. Nicht so cool, ne? Clemson Defense, verdammt stark. Travis Etienne sieht richtig gut aus, der Running Back von Clemson. Was mich ein bisschen geärgert hat, ich habe am Anfang, bevor ich wirklich richtig ein bisschen ins Spiel reingeguckt habe, habe ich, während ich Florida State gesehen habe, was ich live geguckt habe, immer nur die Highlights gesehen von dem Clemson-Spiel. Also immer nur, wenn ein Touchdown gefallen ist. Und zwar das war gefühlt immer das Gleiche. Das war immer eine Read-Option, die immer Etienne gekriegt hat. Und das kann für mich, das geht nicht in meinen Kopf. Nach dem zweiten Mal muss man sich beim dritten Mal in einer ähnlichen Formation oder zumindest auch Shotgun doch denken, was ist, wenn der Running Back den Ball jetzt wieder kriegt? Es kann nicht sein, dass das dreimal hintereinander passiert. Ich meine, es kann auch sein, dass die Defense das wusste und es einfach nur extrem gut geblockt war. Aber danach sah es für mich nicht aus. Das sah einfach ein ganz kleines bisschen dilettantisch von der Defense aus. Aber natürlich irgendwann, wenn man schon so viel zurückliegt und letztendlich weiß, dass man das Spiel nicht mehr gewinnt, dann da die Energie zu finden, wirklich noch 100% zu geben, ist vermutlich auch echt schwer. Nur noch mal eine kleine Bitte an Clemson-Fans, bewertet das Spiel vielleicht nicht zu sehr über. Denn was jetzt bei NC State rauskam, war, sie waren eigentlich nicht so gut wie Nummer 16, haben vorher nur einfach nicht gegen wirklich krasse Gegner gespielt. Vermutlich das krasseste Spiel vom Matchup her, nicht unbedingt wie das Spiel war. Wir haben Nummer 6 Michigan gegen Nummer 24 Michigan State und Michigan hat 21-7 gewonnen, das Spiel. Das krasseste bei dem Spiel war vermutlich einmal die Defense von Michigan, die Michigan State zu gefühlt überhaupt keinen Yards gehalten hat. Tatsächlich hatte Detroit Lions Running Back Kerryon Johnson gestern in einem Viertel mehr Yards als die gesamte Offense von Michigan State im gesamten Spiel. Also die Defense von Michigan, großes Kompliment, weil Michigan State ist halt auch nicht irgendwer, das ist schon ein starkes Team. Allerdings, was da vor dem Spiel passiert ist, da schlagen ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite finde ich es cool, weil ich immer in so Rivalitäten mag, wenn die Teams sich wirklich untereinander nicht mögen. Ich kann das irgendwie nicht leiden, beziehungsweise es passt nicht so sehr in meinen Film, den ich schiebe, wenn dann danach sich zwei hinstellen und unterhalten und Fotos machen und sich beglückwünschen und was weiß ich. Ich feiere das, wenn die sich nicht mögen. Wenn die sich untereinander trash-talken und schubsen und was weiß ich, finde ich cool. Allerdings, ja, ich erkläre es nochmal kurz für alle, die es nicht gesehen haben. Michigan State vorm Spiel beim Warmmachen gehen sie immer sozusagen so eingehakt über den ganzen Platz. Es waren dummerweise schon zwei Michigan-Spieler draußen vom Warmmachen. Das war genehmigt, also die sind jetzt nicht einfach rausgegangen oder sowas. Die standen halt in der Mitte vom Spielfeld und vermutlich haben die sich schon irgendwie gegenseitig ein bisschen angeschrien und was weiß ich. Und Michigan State hat halt diese Kette irgendwo logischerweise nicht aufgemacht, um daran vorbeizugehen. So ist quasi durch die durchgegangen. Von dem einen von Michigan sind dabei irgendwie die Kopfhörer kaputt gegangen, von dem anderen ist die Mütze runtergefallen, was weiß ich.
Und einer davon war halt Devin Bush und der fand das gar nicht cool und ist danach, als Michigan State wieder drin war und die anderen von Michigan draußen waren, zum Logo hingegangen und hat dann mit seinem Schuh, mit seinen Stollen das Logo halt ein bisschen kaputt gemacht. Also so weiße Stellen rausgerissen sozusagen mit seinem Schuh, dass dann nochmal weiß nachgesprayt werden musste. War letztendlich auch kein dickes Ding, sondern halt wirklich nur großer Disrespect. Also es hatte letztendlich keine schlimmen Auswirkungen, das meine ich, sondern einfach wirklich nur nicht respektiert. Warum man vermutlich als Michigan State-Fan sehr, sehr sauer ist. Ich habe das letztes Jahr mitgekriegt, als Bradley Chubb nach dem knappen Sieg gegen Florida State auf unser Logo gespuckt hat, fand ich auch nicht cool. Zumal das halt nicht mal wirklich eine Rivalität ist, ne, weil, ja, aber egal. Deswegen finde ich das irgendwie cool, irgendwie nicht cool. Insgesamt Michigans Defense hat das Spiel eindeutig gewonnen. Jetzt die ganz, ganz dicke Nummer. Nummer 2 Ohio State hat gegen Purdue verloren und Purdue hatte nicht mal einen Rang. Und das Ganze war jetzt auch nicht irgendwie besonders knapp. Purdue doppelt so viele Punkte, mehr sogar, fast zweieinhalb mal so viele Punkte. 49 zu 20, das Ergebnis könnt ihr hier natürlich sehen. Dominant. Das ist ein Begriff, wo ich nie im Leben von ausgegangen wäre, dass ich das im Nachhinein so sagen muss. Weil selbst wenn man mir vorher gesagt hätte, okay, Purdue gewinnt gegen Ohio State, ich wäre schon so, wirklich? Meinst du das jetzt ernst? Aber im College Football kann halt alles passieren. Das wäre nicht so utopisch gewesen. Aber wenn man mir sagt, Purdue dominiert Ohio State, nie im Leben hätte ich das geglaubt. Unglaublich krasse Geschichte. Vorher war er ein Superfan von Purdue, der quasi jetzt gegen Krebs kämpft und Chemotherapie angefangen hat, der auch im Stadion war. Also der Sieg war quasi für ihn dementsprechend sehr, sehr cool. Ohio State fällt natürlich aus den Rankings, also da müsst ihr nachher mal gucken, wenn ich die Rankings vorlese, wie sehr. Ich habe es gerade auch nicht im Kopf, aber wirklich, da kann ich auch nicht wirklich Game analysierend was zu sagen, weil sowas einfach so sehr aus der Reihe fällt. Starkes Spiel von Purdue. Mississippi State Nummer 22 hat gespielt gegen LSU Nummer 5 und 3 zu 19 verloren. Also nochmal das nächste krasse Beispiel, wo die Defense von einem Team das ganze Spiel entschieden hat. Da muss ich auch nicht wirklich groß zu was sagen, außer dass die LSU Defense halt richtig gut ist. Und ich habe jetzt während des Spiels und nach dem Spiel das erste Mal Stimmen gehört, die jetzt gesagt haben, okay, wenn dann in ein paar Wochen Alabama gegen LSU spielt, dann wird das die erste Niederlage für Alabama dieses Jahr. Ich sehe es nicht kommen. Alabama ist zu gut, meiner Meinung nach. Aber so wirklich abwegig ist es nicht. LSU spielt gut. Nummer 12 Oregon hat verloren gegen Nummer 25 Washington State. 20 zu 34. Und Washington State war zur Hälfte, glaube ich, schon 27-0 vorne. Also ganz, ganz, ganz zum Schluss war es sogar noch so eine kleine Aufholjagd und man hat kurz gedacht, vielleicht kommt Oregon da noch ran, aber letztendlich sind sie nicht rangekommen. Washington State souverän gespielt, wie gesagt, gerade die erste Hälfte komplett dominiert. Und Oregon ist ein bisschen auf und ab, Herbert auch so ein bisschen ein Up-and-Down-Game. Also mehr muss man dazu wirklich nicht sagen. Das ist so eine typische Saison. Viel Gutes, ein bisschen Schlechtes, aber im College Football hast du halt nur 4 Teams, die in die Playoffs kommen und da wird es für keinen von beiden reichen. Gut, wie immer, willkommen zu den Rankings. Grüner Pfeil nach oben mit der Nummer daneben zeigt, dass man gestiegen ist am Ranking. Roter Pfeil nach unten, logischerweise das Gegenteil, also das Team ist gefallen im Ranking. Und NR steht für neu im Ranking. Achtung, natürlich nicht wörtlich, sondern steht dafür No Rank. Letzte Woche. Auf der 1 haben wir nach wie vor Alabama. Niemand sagt, dass Alabama nicht Nummer 1 ist zurzeit. Clemson ist auf 2. Alle, die jetzt kommen, sind einen Platz nach oben geklettert. Notre Dame auf 3. LSU auf 4. Michigan auf 5. Texas auf 6. Georgia auf 7 und Oklahoma auf 8. Florida klettert dann sogar 2 Plätze nach oben auf die 9. Dahinter haben wir UCF mit keiner Rangveränderung. 9 Plätze gefallen, logischerweise nach der Niederlage gegen Purdue. Und es hätte sogar theoretisch noch ein bisschen mehr sein können in den Augen von manchen Leuten. Ohio State ist jetzt auf 11. Kentucky wieder 2 nach oben auf die 12. West Virginia bleibt auf 13. Washington State natürlich nach dem dicken Sieg gegen Oregon 11 Plätze nach oben auf die 14. Also jetzt über Washington, über dem Rivalen, der auf 15 einen Platz darunter ist. Texas A&M, Penn State und Iowa gehen jeweils einen Platz nach oben auf die 16, 17 und 18. Wie eben erwähnt, Oregon hat verloren, fällt 7 Plätze auf die 19. Wisconsin klettert 3 auf die 20. South Florida bleibt auf 21 ohne Platzveränderung. NC State fällt nur, muss man beinahe schon sagen, nach der Demolation 6 Plätze nach unten auf die 22. Und die 3 Teams, die diese Woche neu im Ranking sind, sind Utah, Stanford und Appalachian State auf 23, 24 und 25. An den Heisman-Rankings wird sich nicht großartig was geändert haben. Das Einzige, was sich wirklich
vielleicht ein kleines bisschen geändert hat, ist, dass Dwayne Haskins vermutlich ein bisschen runtergegangen ist nach der Niederlage gegen Purdue, logischerweise Quarterback von Ohio State. Der wird nicht mehr so wirklich weit oben sein. Das heißt eigentlich nur, dass der Abstand von Tua Tagovailoa auf den Rest größer geworden ist. Also momentan sieht es wirklich sehr nach einem One-Man-Race um die Heisman Trophy aus. Wer nicht weiß, wer sonst im Heisman-Ranking drin ist, guckt nochmal letzte Woche rein. Da habe ich nochmal ein paar kleine Updates gegeben, wer ist so der Favorit und wer sind die 5 großen Favoriten bei den Wettmachern. So, das war's mit dem Video. Denkt ans Merch, dass ihr vielleicht mal vorbeiguckt im Shop, ob euch was gefällt, jetzt wo man sich gerade den Versand sparen kann. Wie gesagt, eine Endcard einfach hier links auf Fumble klicken, dann kommt ihr da direkt hin. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr wieder so starke Likes da lasst wie die letzten Wochen. Wenn ihr neu seid, nicht vergessen zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst in Zukunft. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.